Hallo und willkommen zurück hier bei Spielen mit Pecky zu einer weiteren Folge von Transportfieber. Die europäische Kampagnenmission Nummer 4 hängen wir uns immer noch fest. Und zwar müssen wir immer noch diese Schlacke transportieren. Hier unser Schiff, das gerade Richtung Kunststoff fährt. Ach ja, was ich vergessen habe in der letzten Folge, war das hier. Unser Fragezeichen, was wir hier noch beantworten müssen, und da hören wir jetzt mal hinein. Die Architekten wissen auch nicht, wohin ihr Kollege verschwunden ist. Allerdings soll er einen Neffen haben. Statten wir ihm doch einen Besuch ab. Okay, also Hinweis auf den ersten Hinweis. Suche den Neffen, um den Bau von Passagierbahnhöfen zu aktivieren. Ja, das war eben das, was wir gerade immer gesucht haben. Das mit den Passagieren. Oder eben diese, nicht Passagieren, sondern mit den Zügen. Weil wir hier keine Bahnhöfe errichten konnten. Hier ist unser nächster Hinweis. Wieder kein Erfolg. Alles, was uns der Neffe geben konnte, war ein mysteriöser Abschiedsbrief. Meine Lieben, seit ich diesen Bahnhof gebaut habe, herrscht mir hier allzu viel Verkehr. Welch Monstrum habe ich geschaffen? Vergebt mir, dass ich euch verlasse. Ihr findet mich dort, wo kaum je ein Zug hingelangt. Es sei denn, er könnte schwimmen. Okay, dann gehen wir nochmals weiter. Es sei denn, er könnte schwimmen. Das würde ja bedeuten, es ist irgendwo im Meer. Vielleicht hier hinten. Oh, ja, genau. Hier hinten. Unglaublich. Wir haben den Architekten gefunden. Und wir wissen jetzt auch, in welchem Keller die Pläne für die Bahnhofsgebäude herumliegen. Wir mussten ihm nur versprechen, keine schwimmenden Züge zu bauen. Na okay, also ab sofort kannst du Passagierbahnhöfe bauen. Und das war ja genau das, was wir wollten. So, ich gehe wieder auf Normalmodus. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir hier einen Bahnhof hinklatschen. Denn hier haben wir bereits... Und jetzt ist auch der Straßenbau gleich abgeschlossen. Ja, jetzt geht es da wieder einiges voran hier. Und das ist auch schön, denn hier hinten, dieser Bahnhof ist nicht bedient hier. Das ist nicht gerade gut. Wir machen hier einen internen Verkehr noch. Was machen wir da am besten? Wir setzen, glaube ich, hier nochmals eine Linie hin. Nicht eine Linie, eine Haltestelle. Das wäre dann hier, da nochmals eine Haltestelle und die geben wir dieser Linie mit hinzu. Und zwar ist das die Nummer 8, dann wäre das hier eben dann die 9. So, dann passt das, wird der hier auch bedient und wir machen hier dicht, indem wir da einen Bahnhof hinstellen. Jetzt gucken wir mal, wo der hier am besten geeignet ist. Denke mal, auch sicher ein Sackbahnhof macht Sinn. Busse haben wir natürlich jetzt zu wenig. Wenn wir hierhin etwas machen, könnte eigentlich so mit reichen. Ich setze aber mal noch kurz eine jetzt haben wir eben die schnelle Straße hier. Brauchen wir zwar da nicht wirklich. Wir nehmen da die normale Straße irgendwo hier raus. Ja, irgendwie bei den Leuten vorbei, dass wir keine Häuser abreißen müssen. So. Das macht hier, glaube ich, Sinn. Guckt auch schnell, dass wir dann da eine Haltestelle hinsetzen können. Das passt auch. Und dann nehmen wir eben hier den Teil hier. Wir haben nicht viel abgedeckt, aber immerhin einen Teil. Muss ich da mal schauen, dass wir da in etwa die Richtung haben. Das würde so eigentlich noch Sinn machen. So. Schienen haben wir auch. Wir nehmen auch gleich die Hochgeschwindigkeitszüge. Setzt. Ja, das passt doch. Das nehmen wir so an, ist akzeptiert. Das wäre dann hier diese eine Linie.
wo wir jetzt eben noch ein Depot dann auch brauchen. Das Depot haben wir eigentlich schon lange immer zur Verfügung gehabt. Macht jetzt Sinn, dass wir es natürlich jetzt auch einsetzen können. Und da würde ich vorschlagen, da gehen wir doch irgendwie quer durch. Macht das hier Sinn, dass wir... Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir zuerst das Depot hinsetzen sollen oder... Komm, nein, wir machen zuerst mal das Depot. Setzen wir hier irgendwo ran, dass wir auch Platz haben, um eventuell beide Linien zu kombinieren. Cool wäre es. Vielleicht klappt es auch. Guck ich da mal, ob wir da... Oh ja, wunderschön. Passt doch. Genial. Haben wir gleich beide in Besitz genommen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir auch hier die Linie schon mal in Angriff. Dass wir hier mal den ersten Zug setzen können. Und zwar von Santa Cruz nach... Las Puntas. So, unsere spanischen Namen hier. Und geldmäßig müssen wir da nicht verrückt etwas machen. Wir nehmen da einfach mal etwas Einfaches. Ja, toll, etwas Einfaches. Ist leider nicht möglich. Wir haben nur diese Auswahl. Und vier Waggons haben wir auch noch. Aber wir haben... Lokomotive und Waggons. Ja, wir haben aber keine Frachtwaggons. Ist aber nicht so schlimm. Wir müssen jetzt zuerst mal Geld haben. Das ist natürlich jetzt Prio 1. Das würde mal bedeuten, wir brauchen mehr LKWs, die hier eben Sachen transportieren. Jetzt gucken wir zuerst einmal auch an. Das brauchen wir nicht mehr. Das mit der Schlacke funktioniert eigentlich sehr gut. Das mit dem Stahl funktioniert sehr gut. Hier ist bedient. Flugzeuge fliegen, nur die LKWs. Da könnte man vielleicht noch ein bisschen etwas rausholen. Busse haben wir leider wenig. Zug können wir uns nicht leisten. Gut, ich drücke da mal wieder mal aufs Tempo, denn wir haben ja das Ziel noch Getreide liefern. Und das ist der hier. Der fährt jetzt noch mal sicher zweimal hin und her. Ich gucke da mal schnell. 1975, nimmt 3 Millionen innerhalb eines Jahres ein. Das ist auch ein Challenge hier. Da haben wir 200 plus gemacht. 1,45 nehmen wir ein hier im Jahr. Geben aber auch aus hier. Und zwar geben wir in Betriebskosten schon fast 1 Million aus. Ja, das ist eben halt auch... Was ist das Flugzeug? Straße, weiß nicht wer hier, ja die Luft, die killt uns ein bisschen, das Flugzeug ist auch nicht ganz günstig, von dem her drückt der uns schon ein bisschen etwas rein, aber wir haben ja auch etwas Schönes, dass der auch Geld abwirft, viel Geld. So, sorge dafür, dass kein Fahrzeug 10 Jahre älter ist, okay, da müssen wir jetzt nochmals kurz dahinter. Da müssen wir die Linien dementsprechend so machen, dass sie... Wie alt sind sie denn überhaupt? Da gehen wir doch mal kurz hier rein. Ja, die kommen jetzt langsam dann in die Jahre. Diese Fahrzeuge nicht älter als 10 Jahre werden. Das würde bedeuten, ich gehe da nochmals kurz zurück, dass wir... Na, was ist denn normal hier bei diesem Fahrzeug? 9 Jahre, da muss man vielleicht, nee, nicht bei dir, wo haben wir ein Depot? Kurz da schauen, was so einer denn so hat. Der hat 22, ah nein, das ist so viel kostet, ah hier, gut, 50% wäre 30, 15 Jahre wären 50%. Okay, dann gehen wir halt zurück hier. Wir halt diese 25 da nehmen. Und ersetzen wirst du den durch den. Nee, nicht durch den. Durch
Aha, das muss ich automatisch machen. Okay. Das ist auch wieder spannend. Ich würde sagen, das können wir vielleicht jetzt auslassen, dass wir hier weiterkommen. Möchte ich jetzt da nicht forcieren. Da gibt es hier wieder einen riesen Stress, dass wir da wieder alles umbauen müssen. Ich würde sagen, hier gucken wir mal nicht gerade auf die Medaillen, sondern dass wir eben halt das Szenario oder die Kampagne erreichen. Ich gebe da wieder Stoff hier. Also ignorieren wir halt das Ganze. Hier der Flug. Hier wollte ich jetzt kurz nachsehen, ob der ausgebucht ist. Hier ist er. Ja, 8 Leute sind drin. Ja, und man sieht es hier auch. Der macht eben schon einen Umsatz, wenn der immer voll besetzt ist. Wo ist er denn? Hier hinten. Hier haben wir ein bisschen weniger Leute am Start. Nein, 10 Leute sind hier am Start. Das reicht hier. So viel kostet der eigentlich nicht. Also der bringt schon den Umsatz rein hier. Er ist bereits wieder auf dem Landeanflug. So, und jetzt gucken wir auch gleich mal, wie viel das der wirklich abwirft. Denn hier, wir können noch keine Zugverbindung machen, weil wir zu wenig Geld haben. Also müssen wir da noch ein bisschen sparen. Wir machen ja aber Plus auch. So. Ja, du wirfst 159 ab. Das würde gut bedeuten, dass wir eben wieder diese 319, also über die 300k hinkriegen. Also macht der alleine schon etwa 150k alleine Umsatz. Was natürlich auch dazu beiträgt. Das ist auch sehr schön. Was haben wir denn sonst noch Schönes hier? Du hast jetzt gerade Getreide abgeholt und auch Baumaterialien. Und du bringst Stahl, das ist auch schön. Und der hier kommt auch gleich noch, der bringt Schlacke. Gut, es funktioniert. Dann haben wir hier gleich zweimal da abgeworfen wird. Die Schiffe machen natürlich auch Plus, das ist auch klar, denn wirklich, ja nicht immer, aber ja, werden das Doppelte, nein, die machen nicht wirklich Plus hier. Außer wenn sie zwei Sachen wirklich abwerfen können, was leider nicht der Fall ist. Und sie werfen nur immer eines ab und dann kommt man hier auch nicht wirklich so voran. Aber wir warten jetzt mal, bis das Getreide geliefert wird. Und vielleicht können wir dann beginnen mit den Optimierungen. Ich möchte da mal noch ganz kurz die Straße ändern. Das, denke ich, macht auch Sinn, dass unsere Kollegen dann schneller unterwegs sind außerhalb der Stadt. So, also hier drinnen sieht es gut aus. Da sind sie jetzt hoffentlich dann ein bisschen flotter unterwegs. Hier hinten können wir auch noch Ganze anpassen. So. Und sonst haben wir hier eigentlich nicht wirklich Straßen. So, hier wird Kunststoff geholt. So, und der hier geht Richtung Eisenerz und der geht Schlacke abholen. Nein, der bringt Baumaterialien. Sehr gut. Gibt es wieder ein bisschen Kohle. Was machen wir denn so? Wir sind jetzt im neuen Jahr wieder, haben da 341k gemacht. Das ist sehr schön. Wir machen da einiges an Plus. Noch nicht optimal viel, aber doch schon einiges. Wir haben natürlich ein Weilchen immer, bis sie wieder gedreht haben und dann wieder in den Hafen fahren, abladen, also entladen und auffüllen. Das geht immer relativ schnell hier. So, der geht jetzt wieder voll beladen mit Getreide immer noch in Richtung hier hinten. Das ganze Optimieren ist natürlich ja nicht ganz einfach. Jetzt gucke ich da mal, ob wir immer noch so einen Verkehr haben. Ja, eigentlich schon. Obwohl der hier
seine 60 wahrscheinlich jetzt bald fahren kann, ist hier immer noch ein Riesenchaos. Ich weiß gar nicht, ob wir hier sollen mal versuchen, dass wir einen Kredit aufnehmen können. Wenn wir uns hier eben diese Wagen einfach kaufen. Könnte es ja mal machen. Ja, jetzt geht's leider nicht. Aber ich wollte eigentlich hier zwei Wagen jetzt kaufen, damit wir eigentlich so ein bisschen ins Minus kommen. Und dass wir dann einen Kredit haben. Und mit diesem Kredit eben vielleicht, wenn der genug hoch ist, wir uns dann diese Lokomotive leisten können und dass wir eine Verbindung aufbauen können. Was aber, ich weiß noch nicht, ob sich das lohnt hier. Der ist zwar hier in der Nähe, aber der hier würde auch was bringen natürlich. Von dem her könnte man einen anderen abziehen. Ich gehe nochmals hier rein auf diese Linie. Die sind alle voll beladen da. Das ist schwierig, dass wir da jetzt einen kriegen, der. Ja, vielleicht müssen wir noch ein bisschen aufs Alter warten, bis wir nochmals ein bisschen Busse bekommen. Aber eigentlich möchte ich schon, dass wir es provozieren können mit dem ganzen Buszeugs, mit dem ganzen Zug, den ganzen Zugsachen hier. Ja, 1,1, jetzt wenn dann der hier hinten noch ankommt, gibt es auch ein bisschen Kohle wieder und natürlich auch die Flugzeuge werfen da, oder das Flugzeug, wir haben ja nur eines, wirft natürlich dann auch ein bisschen Kohle ab hier. Ja, die Schiffe sind halt wirklich nicht so schnell und dann haben wir aber das hier dann erreicht hier und dann gucken wir mal, was dann zu finden ist, wahrscheinlich dann das Öl. Dann wird das dann irgendwann kommen. Jetzt warten wir, bis wir hier abwerfen können. Gut, wir könnten natürlich auch hier ein bisschen zurückzahlen und dann würde natürlich auch der Kredit kommen, aber möchte ich jetzt eigentlich nicht haben und ich möchte mit diesem Geld auch Wagen kaufen können. So, der hier wirft zwar nicht allzu viel ab, ja, vielleicht 200.000, 300.000, wir gucken. So, das kommt jetzt dann gleich. Ich bin schon mal ready, dass wir vielleicht kaufen könnten im Notfall. Nein, es reicht leider noch nicht ganz. Wir haben... Ja, jetzt reicht es. Das Geld zerrinnt uns zwischen den Fingern. Wir sind demnächst pleite. Aber wenn wir bereit sind, unterwürfigst zu betteln, lassen unsere Geldgeber einen kleinen Überbrückungskredit springen. So, wir können uns aber vielleicht bald eine Lok leisten. Denn wir haben jetzt ja fast 4 Millionen durch den Kredit erhalten, den wir jetzt ein bisschen provoziert haben. Wenn wir jetzt ein bisschen gut wirtschaften, können wir vielleicht diese 4,1 Millionen dann hinkriegen. Und dann kaufen wir uns diese Lokomotive und lassen sie auch gleich auf der Linie ziehen. Denn wir haben die Linie bereits eingezeichnet, müssen jetzt aber wieder warten, bis eben Geld kommt. So, jetzt haben wir überall wieder mal Fenster offen. Getreide liefern, das haben wir... Ah, der zählt noch hoch. Okay. Der zählt noch hoch hier. Hier ist das Getreide eben noch drin. Oder bald weg, genau. 10 hat er noch und dann ist hier das hier erledigt. Bin jetzt da wieder aus dem Depot geflogen, weil ich hier ja eigentlich möchte dann einen Zug kaufen. Gut, da warte ich jetzt noch ein bisschen, bis eben hier wieder Geld reinplatzt. Die Chemiker haben ihre Tests beendet. Und das sogar erfolgreich.
Wir können uns nun entlang der Küste nach gesunkenen Schiffen umsehen und diese bergen. Okay, also. Überall hat es anscheinend die Schiffe. Hier hat es eins. Hier hat es eins. Hier unten hat es noch eins. Okay. Jetzt gucken wir da mal, wenn wir hier auf ein Fragezeichen drücken, was da jetzt kommt. Hier ist ein Schiff gesunken, das wir bergen und reparieren könnten. Okay, Schiff bergen. Nee, das machen wir noch nicht. Das lassen wir. Den hier unten. Hier ist ein Schiff gesunken, das okay. Wir bergen und reparieren könnten. Und hier oben. Hier ist ein Schiff gesunken, das wir bergen und reparieren könnten. Ja, jetzt hat er seinen Spruch hier dreimal aufgesagt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir aber gucken. Irgendwie wirtschaften wir da nicht mehr so doll. Machen wir ein bisschen Minus. Gut, wir haben ja jetzt auch einen Waggon gekauft, aber trotzdem, der hier lädt doppelt ab. Das hier könnte vielleicht unser Schiff sein. Unser Durchbruch für unser Zug. Bin da mal bereit hier. Ich zoome zwar mal noch kurz ran. Er dreht da, genau, und wir machen dann die Flying Scotchman, die wir dann eigentlich hier benötigen. Mit 4,16 Millionen. Ja, da haben wir sie. Und wir haben auch den gekauft. Das Geld geht weg wie warme Semmeln. Ja, ja. Ausnahmsweise würden unsere Geldgeber beide Augen zudrücken und uns ein weiteres Mal aushelfen. Das ist aber definitiv das letzte Mal. So, und wir lassen nun... Aber wir hätten jetzt eigentlich beide Waggons noch kaufen können. So, ja, das machen wir jetzt auch. Und schicken den Zug nochmals ins Depot. Wo ist er denn jetzt? Hier. Halt, 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 halt. Drehen. Nochmals ins Depot, bitte. Und dann kriegst du noch die anderen Waggons eben dazu. So. Macht noch Sinn, wenn wir euch da mitnehmen. Wieder auf die Linie setzen. Und eigentlich könnten wir auch hier hinten versuchen, einen Bahnhof hinkriegen. Haben wir denn hier eigentlich noch Platz für einen Bahnhof? Wir müssen da wirklich aufs Geld achten, dass wir uns da dann nicht hineinreiten ins Negative. So. Guck da mal schnell, ob wir da ein bisschen richtig sind. Wo ist dann hier die? Hier oben ist sie. Da drehen wir dich noch ein bisschen. Jetzt haben wir eben kein Geld mehr. Gut, nicht so schlimm. Wir geben da mal ein bisschen Dampf und Stoff drauf. Ja, und schon haben wir das Geld. Jetzt habe ich hier noch die Möglichkeit, vielleicht mit dem restlichen Geld die Linie zu verbinden. Vielleicht. Ende Gelände. Ja. Es hilft kein Bitten und kein Betteln. Unsere Finanziers weigern sich, auch nur noch einen weiteren Cent in unser Projekt zu stecken. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Wir müssen uns mit dem hier ein bisschen abfinden, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen Minus machen am Anfang. Aber wir haben hier eine Linie. Und mit dieser Linie hoffen wir, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Natürlich, die muss zuerst anlaufen, das ist auch klar. Wir haben hier Santa Cruz, das wir hier haben. Von Las Puntas nach Santa Cruz. Und das muss zuerst anlaufen, das ist auch klar. Und ich würde eigentlich die Verbindung hier löschen, sobald wir eben die Linie geschlossen haben. Weil wir die Linie geschlossen haben, dann können wir
den Zug umlenken. Ja, das könnte dann vielleicht Sinn machen, aber der Zug kostet uns natürlich schon einiges. Das wird uns vielleicht jetzt immer mehr und mehr mal ein bisschen ins Minus rücken lassen, aber das macht eigentlich nicht so viel. Wir kommen da schon wieder raus, da habe ich jetzt kein Bedenken, wenn dann irgendwann auch wieder unsere Schiffe abladen, dann klappt das dann eigentlich schon. Und unsere Schiffe, die sind immer mal wieder mit viel unterwegs hier und sollten auch dementsprechend viel abwerfen. Auch unser Flugzeug ist eigentlich gut unterwegs hier. Und dann, wenn hier der Zug dann vielleicht mal anläuft, wir haben ja eine Bahnlinie betreiben, das haben wir ja eigentlich. Wir haben das, aber irgendwie scheint das hier nicht ganz zu klappen, was er hier genau möchte. Betreibe eine Fluglinie und sowie eine Bahnlinie. Ah, zwischen allen. Okay, ja, das ist eben das, was ich jetzt hier geplant hätte. Nur fehlt uns diese Verbindung zurzeit. Wir könnten natürlich einen Waggon noch verkaufen. Dann würde es reichen für die Linie. Wir lassen hier, ja, hier haben wir 13 Leute doch auch wieder mit dabei. Wie viel wirfst du? Oh ja, du machst massiv Minus. Du bist eigentlich ein Träger für das Ganze. Du machst nicht wirklich viel Plus oder noch nicht viel Plus. Da müsste man vielleicht ein oder zwei Waggons dann doch noch verkaufen. Wir gucken jetzt mal, wie das sich das Ganze ein bisschen auswirkt. Wir könnten natürlich auch eine interne Linie machen. Was vielleicht ein bisschen besser wäre. Heißt, ich mache da mal kurz langsam. Wir bauen ein bisschen die Linien um. Und zwar diese hier. Diese Linie, die gehen jetzt alle... Wir machen hier einen internen Verkehr und zwar von da nach zum Bahnhof und hier wieder zurück. Dann fahren nicht alle hin und her. Jetzt nehme ich mal diese Fahrzeuge, die hier irgendwo rumdüsen. Das wäre der hier. So. So, dann machen wir hier einen Stopp bei dir. Und du machst nachher auch einen Stopp. So, nein, ich mache mal einen Stopp hier. Und wir machen auch einen Stopp hier in der Folge, denn wir machen beim nächsten Mal weiter. Wir werden hier diese Linie ein bisschen ändern. Wir werden eine interne Linie machen und werden hier eine Verbindung nur zwischen den beiden Haltestellen machen und hier dann ebenfalls eine interne Verbindung zu dem Bahnhof hier, damit sie diesen verwenden können und irgendwann fällt dann diese kleine Linie dann ab. Genau, das wäre dann das Ziel in der nächsten Folge. Und somit würde ich sagen, ich verabschiede mich, ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, schaut doch auch beim nächsten Mal wieder mit hinein. Ich sage, bye bye.